Hallo, ich wollte euch heute ein Schwangerschaftsupdate geben. Ich bin in der 13. Woche, wie zeigt man das? Keine Ahnung. 13. Woche bin ich jetzt. Und ja, es geht ums Thema Geburtshaus, Geburtshaus finden, Geburtshausentscheidung, Hebammenentscheidung, Frauenarzt, wie ich das alles so empfinde, mein Bauch, wie groß mein Bauch geworden ist, wie der wächst und Geburtsvorbereitungskurs, ach alles, lasst euch überraschen. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Was hat mich jetzt ein bisschen gewaschen und fertig gemacht und ich habe doch hier seit 4 Wochen so ein Ding, da habe ich mir jetzt mal so Aufkleber für geholt, Pickle Patch oder so heißt das und hatte das die ganze Nacht dran, das hat tatsächlich geklebt, also es ist kleben geblieben bis heute Morgen, da habe ich es halt ein bisschen abgelassen und ein neues gerade drauf gemacht nach dem Waschen. Und es scheint wirklich zu helfen. Also richtig super bis jetzt. Also ich habe es halt gestern zum ersten Mal drauf gemacht und ich versuche weiter mein Glück. Ich stehe im Moment total auf Tee. Deswegen ja, muss ich meinen Tee gerade trinken. In meinem letzten Video, da habe ich ja nur so im Park gefilmt, wo wir spazieren waren, bevor wir zum Trödelmarkt gegangen sind. Und auf diesem Trödelmarkt habe ich mir Hosen geholt. Ja, super, die sieht man jetzt nicht. Da. Und zwar sind das solche. Ganz viele habe ich mir davon geholt. Also das ist ganz viele, 5 Stück. Weil die wachsen halt richtig gut mit der Murmel. Die sind so super schön bunt. Und ich dachte, das passt total zu mir. Sollen wir mal zusammen messen den Bauch? Ich hole mal das Maßband. Also ich habe ja hier so ein Buch. Da schreibe ich immer alles rein. Da habe ich auch schon von Calvino alles reingeschrieben, die Daten. Und jetzt gucken wir mal. Letzte Woche war der Bauchumfang. Also erstmal messen, dass ich mich nicht beirren lasse. Beim Messen. So. Muss man mal gucken, ob man einatmet oder ausatmet. Das ändert sich. Boah, das. Seht ihr das? Der ist hier bei 99. Unglaublich. Letzte Woche war der bei 97. Also letzte Woche Sonntag, in 6 Tagen. Ist jetzt 2 cm gewachsen. Unglaublich. Ja, ich schreibe es noch nicht auf, weil ich versuche es ja immer auf dem Sonntag zu machen. Es ist ja jetzt schon die Woche. Und jetzt gucke ich mal, wie es in der ersten Schwangerschaft war, in der 13. Woche. Das mache ich total gerne immer zu gucken. Das war jetzt 99, ne? Das hatte ich letztes Mal tatsächlich in der 12. Woche schon 99. Und in der 14. Woche hatte ich letztes Mal dann 100 cm Bauchumfang. Es wächst und gedeiht. Also. So. Dann zeige ich euch. Hier. 13. Woche. So sieht's aus. So hört es sich an in meinem Bauch. Boah, ihr. Seht ihr gar nicht so richtig, ne? Das ist doof. Warte mal, vielleicht nicht so gegens Licht. Ne. Sieht man nicht. Jedenfalls ist es 13. Woche. 7,4 cm und 23 Gramm ungefähr. Die 13. Woche hat ja jetzt erst angefangen. Ja, und zu dem Thema hatte ich ja mit der Hausgeburt oder Geburtshausgeburt oder ob wir ins Krankenhaus gehen. Das war ja, also mir war eigentlich klar, dass ich nicht ins Krankenhaus möchte. Und nachdem ich dann beim Frauenarzt war zum ersten Mal in der 11. Woche und der mich so verrückt gemacht hat mit allen Untersuchungen und ja, mit Vorsorge, also es war wirklich Sorge, mit offener Rücken und Trisomie und das Kind könnte nicht lebensfähig sein und so. Und das muss ich alles untersuchen. Und obwohl er mir ja gar nicht helfen könnte, wenn sowas
einen erhöhten Prozentsatz, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit hätte, unser Kind, könnte er ja gar nicht helfen. Und dann war das halt so, dass ich am liebsten gar nicht mehr zum Frauenarzt gehen wollte. Und alle Geburtshäuser und Hebammen, die ich erreicht habe, die haben alle gesagt, ja, die drei großen Untersuchungen, die brauchen wir aber, ja, weiß ich nicht, um zu sehen, wie das Kind liegt oder so. Und ja, wir hatten dann aber trotzdem Smurfy. Wir hatten uns trotzdem einige Termine gemacht, um uns Geburtshäuser anzuschauen. Ja, man hat ja jetzt auch nicht so die Riesenauswahl im Umkreis. Ein paar sind schon weggefallen, weil die zu weit weg waren. Und die haben auch gesagt, das ist das zweite Kind. Mama, hier, möchtest du im Karton spielen? Die haben gesagt, das ist das zweite Kind und wenn sie jetzt noch eine Stunde fahren müssen, dann könnte es natürlich sein, dass sie es nicht mehr rechtzeitig schaffen. Also ich habe das bezweifelt, weil ich glaube nicht, dass ich innerhalb von einer Stunde, also sage ich jetzt mal Fruchtblase geplatzt oder Wehen fangen an und innerhalb von einer Stunde ist es da, das glaube ich nicht. Und dann haben die auch gesagt, dass die Nachsorge zu weit weg ist, also die würden dann halt nicht den weiten Weg fahren und ich bräuchte hier eine feste Nachsorgehebamme nach der Geburt. Und da ist ja nicht so leicht ranzukommen und ich hatte auch keine gefunden. Ich hatte gesagt, dass hier im Krankenhaus ist halt eine offene Hebammensprechstunde, wo ich dann einfach hingehen kann. Das hat denen nicht gereicht. So sind auch wieder welche weggefallen. Der ist so cool, ne? Er ist einfach ein bisschen Biegel im Kopf. Und dann war noch eine, die war sehr nett und das war auch nicht so weit weg, aber die hat halt dann abgesagt, einen Tag bevor wir den Termin hatten zur Besichtigung, weil sie dann keinen Platz mehr hatte, weil sich jemand angemeldet hat. So hatten wir dann zwei Termine noch zur Geburtshausbesichtigung und ich wollte mir auch sehr gerne zwei anschauen, einfach nur um einen Vergleich zu haben, weil ich sowas noch nie gesehen habe. Beide Geburtshäuser hatten vorab Videos online, die ich mir anschauen konnte und ich habe schon zu einem tendiert, also zu dem ersten, was wir uns angeschaut haben. Einfach so, weil vom Telefon her die Sympathie mehr da war. Ja, und das haben wir uns dann angeschaut und das war so, man hat sich sofort willkommen gefühlt. Ja, die Sympathie war halt total da und ich habe mich richtig gut aufgehoben gefühlt und wohlgefühlt und es war auch das einzige Geburtshaus, was nicht direkt gesagt hat, bringen Sie Ihre Krankenversicherungskarte mit, so und so viel kostet die Rufbereitschaft und ich meine, klar, alle müssen ihr Geld verdienen, das verstehe ich, aber ich finde es halt total doof, sowas schon am Telefon zu sagen. Ich möchte halt einfach nur ein unverbindliches Kennenlernen. Also halt, ne, einfach mal kennenlernen und wie der erste Blick ist. Und dann war das halt auch so, weil die uns so sympathisch waren von diesem Geburtshaus, haben wir uns dann da angemeldet. Also, die hat gesagt, das ist zwar auch ein bisschen weiter weg, aber zwei Tage nach der Geburt, weil das ja ambulant ist im Geburtshaus, würden die zu uns kommen und danach geht das in die ambulante, hier offene Hebammensprechstunde, das ist überhaupt kein Problem. Und was war noch? Dann habe ich sie gefragt mit Frauenarzt, habe ich ihr alles erzählt, dass ich da eigentlich gar nicht mehr so hin möchte, weil der mich so verrückt gemacht hat und mir so Angst gemacht hat und dass ich da ungerne wieder hin möchte und mich da unwohl fühle. Was jetzt nichts mit meinem Frauenarzt an sich zu tun hat, sondern einfach, also jeder Arzt, der mir da sagt, wir müssen gucken, ob das Kind behindert ist oder, ich meine das jetzt nicht negativ, ich glaube behindert darf man nicht mehr sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Ich möchte halt eine positive Schwangerschaft haben und nicht die ganze Zeit Sorgen haben, deswegen möchte ich einfach zu gar keinem Arzt. Und die Hebammen haben gesagt, das müssen sie auch nicht. Also sie, ich war ja einmal beim Frauenarzt, es ist ein Ultraschall, die wissen, es sind keine Zwillinge. Es ist ein Baby da, es ist zeitgerecht entwickelt gewesen in der 11. Woche und sie sagt, das reicht, sie müssen da nicht nochmal hin, die Vorsorge können die auch im Geburtshaus machen, die können halt Blutdruck messen, Urinprobe machen, die den Bauch abtasten, wie rum das Kind liegt, also jetzt noch nicht, halt irgendwann dann,
Die haben ein CTG dort, die haben einen Doppler dort, also um die Herztöne zu kontrollieren. Und sie hat gesagt, jetzt, also weil ich gefragt habe, wie oft soll ich dann kommen zur Vorsorge, hat sie gesagt, das entscheiden sie selber, so wie sie das möchten. Aber halt vor der Geburt sollte man so 5, 6 Wochen einmal die Woche kommen, einfach um sich kennenzulernen, vernünftig, um immer wieder über die Geburt zu sprechen, wie ich mir das vorstelle, wie mein Partner sich das vorstellt, also wer, mein Mann. Und wir haben dann auch. Moment. Dann haben wir gefragt, wie das mit einem Geburtsvorbereitungskurs ist, weil ich persönlich finde das wichtig zu sehen, wie die arbeiten, halt auch um die kennenzulernen und was die in der ganzen Geburtssituation, ja, wie die halt gerne arbeiten, was die sagen und dass sie vielleicht auch Bernd ein paar Sachen sagen können, wie, hör auf! Ein paar Sachen sagen können, also Hilfestellung geben, was er, wie er mir die Schmerzen erleichtern kann oder die Geburt erleichtern kann. Und ja, das fand ich schon sehr wichtig. Und auch da hat sie gesagt, zurzeit ist das ja online wegen Corona, aber wenn wir dann halt dran sind im Oktober, ja, kann es halt sein, dass auch wieder normales Geburtsvorbereitungstraining stattfinden darf. Jetzt ist es halt online und hat sie gesagt, ja, da braucht der Partner kein Geld für bezahlen, weil es ist ja egal, ob jetzt einer zuschaut oder fünf zuschauen. Und das war alles so sympathisch, dass ich dann halt sofort oder wir gesagt haben, okay, hier ist es. Ja, das war das zum Geburtshaus und ja, dann habe ich beim Frauenarzt angerufen, habe erstmal jetzt meinen nächsten Termin abgesagt. Das wäre jetzt nächste Woche Dienstag gewesen. Das wäre halt einfach nochmal ein Ultraschall gewesen. Nee, gar nicht nur einfach nur ein Ultraschall. Das wäre die Nackenfaltenmessung gewesen und Ersttrimester-Screening. Und dann habe ich da angerufen, dann war halt die Frau von der Rezeption dran und dann habe ich gesagt, dass wir das nicht machen möchten, weil es unsere Entscheidung ja nicht beeinflussen würde. Und dann hat sie gesagt, ja, aber da kann man ja dann normales Ultraschall machen. Ich sage, was wird denn dann gemacht? Ja, da wird halt geguckt, ob sich zeitgerecht entwickelt hat und so und halt ohne Nackenfaltenmessung und großes Brimborium. Da habe ich gesagt, ich frage nochmal meinen Mann und würde dann nochmal anrufen, wenn wir den absagen wollen und wenn ich mich nicht melde, dann bleibt er einfach bestehen. Dann habe ich Bert angerufen und hat er auch gesagt, also das soll ja auch nicht so gut sein, so oft einen Ultraschall zu machen und wir haben jetzt ein Bild, wir wissen, es ist da. Mein Bauch wächst ja auch von Woche zu Woche, also das wächst ja nicht, wenn es nicht wächst. Also es muss ja wachsen. Und ja, dann habe ich da abgesagt und dann hat die Frau am Telefon gesagt, ja, dann werde ich das dem Chef so ausrichten. Dann habe ich gesagt, ja, super, danke schön. Also die fand das, glaube ich, nicht so toll. Ich habe die anderen Termine jetzt erstmal noch stehen gelassen. Ich habe ja beim Frauenarzt ganz, ganz viele Termine bekommen. Aber die habe ich jetzt noch stehen gelassen. Mal gucken. Der nächste ist Mitte August, glaube ich, zur Untersuchung. Aber auch das machen die Hebammen. Da habe ich nämlich auch direkt für Mitte August einen Termin gemacht. Einfach, ja, um sie kennenzulernen und um zu untersuchen. Dann bin ich ja schon in der 18. Woche, wenn ich zur Hebamme gehe wieder. Und dann wird sie, glaube ich, auch die Herztöne hören. Also versuchen wollen, hören, keine Ahnung. Oder mit so einem Rohr oder so. Und ja, da freue ich mich richtig drauf, weil bei denen ist das so richtig entspannt. Das sind zwei Hebammen und die sind so lieb und ja, die versuchen halt das alles natürlich zu machen und die sehen das positiv. Warum, was soll dann schon sein in der Schwangerschaft? Und das ist ein natürlicher Prozess und der Körper schafft das und die Frau schafft das und da muss man nicht immer zwischenfunken und nicht immer messen und was reinschieben in die Frau, um zu gucken, ob alles gut ist. Es ist doch alles gut. Es geht mir gut. Ja, dadurch, dass jetzt ja auch die 13. Woche ist, also wollte ich auch nochmal darauf zu sprechen kommen, wie ich mich fühle. Es war ja erst so, in der 11. Woche hat meine Übelkeit nachgelassen und die Müdigkeit auch. Und da habe ich gedacht, boah, super, Michaela, es geht dir besser, es geht bergauf. Und dann kam sie aber doppelt und dreifach zurück. Dann lag ich so 4, 5, 6 Tage quasi flach. Also ich war richtig müde, ich habe sehr viel geschlafen, ich habe gebrochen.
konnte nichts essen. Oder halt, was heißt, ich konnte nichts essen? Ich habe immer, wenn ich gegessen habe, dann war die Übelkeit besser. Aber ich musste mich halt wirklich zwingen zu essen. Ne? Dann habe ich so Zwieback gegessen oder Salzstangen, Brot mit so einer Scheibe Rügenwalder Schinkenspicker Gedöns oder so. Aber trocken halt, also immer so trockene Sachen gegessen. Aber es war halt echt unschön. Und jetzt ist wieder so, seit 2 Tagen ist es besser. Außer die Lustlosigkeit, die ist echt noch da. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt, also ob ich jetzt faul geworden bin, dadurch, dass ich ja nicht mehr so viel arbeite. Aber eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen. Also wer mich kennt, der weiß, ich habe so nicht immer Hummeln im Hintern. Das will ich jetzt auch nicht sagen. Aber wenn irgendwas zu tun ist, hier so jetzt zum Beispiel im Haushalt, dann mache ich das. Und schiebe das nicht so vor mir her groß. Aber im Moment, ich habe keine Lust. Also dann lasse ich die Wäsche auch einfach mal stehen, obwohl ich die Zeit hätte, das zu machen. Dann steht die Wäsche da und ich setze mich auf dem Sofa und gucke Fernsehen oder lege mich hin oder gehe mit dem Hund spazieren oder ne, mache irgendwas, was ich meine. Auch das wird mir jetzt aber gerade besser tun, als die Wäsche zu falten oder so. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist vielleicht auch einfach so von der Natur so eingerichtet, dass Frauen machen, die schwanger sind, was denen gut tut und dass die auf sich aufpassen. Und es ist ja auch nicht schlimm, wenn die Wäsche einen Tag länger liegen bleibt oder so. Mein Gott, dann bleibt sie halt liegen. Miss Murphy, dir ist das auch egal, ne? Ja, er will nur alles zerkauen. Ja, das war, wie ich mich fühle. Was wollte ich euch noch erzählen? Zu meinem Schwangerschaftsupdate. Gelüste habe ich so eigentlich, ja, ich habe manchmal ein bisschen Appetit auf Sachen vermehrt. Ich habe eher so Sachen, die ich nicht mag. Also so stark gewürzte Sachen, sowas, wo so viel Essig dran ist oder so. Oder Bratkartoffeln, wenn die stark gewürzt sind, also das mag ich nicht. Ich mag am liebsten so milde Sachen. Und trockene Sachen einfach. Also so Brot mit einer Scheibe Wurst, trocken, ist super. Ja, Müsli habe ich mir jetzt erst wieder geholt. Es gibt bei DM so einen Hafercrunch und ich hatte eine große DM-Bestellung und da habe ich mir einen Hafercrunch mitbestellt. Das habe ich schon mal eine Zeit gehabt, wo ich da so Appetit drauf hatte. Und ja, das mag ich zurzeit sehr gerne. Aber so sage ich jetzt mal klassisch die Gewürzgurke in Nutella-Glas oder so, sowas habe ich gar nicht angelüsten. Und ja, fettige Sachen sind auch nicht gut. Also Pommes mag ich nicht gerne. Einfach so Fast Food oder so, so frittierte Sachen. Ganz komisch. Ich mag eher so gesunde Sachen. Obst, Gemüse, sowas knabbern, Rohkost mag ich sehr gerne. Weintrauben eingefroren mag ich immer noch sehr gerne. Probiert das mal aus. Das ist im Sommer voll die geile Erfrischung. Und auch so, wenn jetzt ist gerade nicht mehr so heiß. Das geht halt immer bei mir. Und ja, so trockene Sachen ist einfach das Beste. Und jetzt gehe ich mit dem Hund eine große Runde spazieren. Der Irre. Ja, wir gehen jetzt, ne? Das ist hier sein Kauholz. Da kaut er immer dran. Das ist extra für Hunde. Und da habe ich so einen Socken. Da habe ich das reingemacht, weil dann kann ich das viel besser halten. Und er liebt es, Sachen da rauszuholen. Deswegen. Ne? Du liebst das. Du liebst das. Da muss man aber aufpassen, wenn er das nämlich so hat. Warte, wenn ich das so ganz da reinmache, dann nimmt er das hier in die Schnauze und dann schleudert er das so. Wenn man das dann gegen das Bein bekommt, das tut richtig weh. So, Etty, sollen wir jetzt los, Taita? Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen bei meinem Schwangerschaftsupdate. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!